Im Folgenden zeige ich Ihnen, wie man Schreiblinien in ein Dokument einfügt. Eine Möglichkeit ist hierbei, die Taste mit dem Unterstrich lange zu halten und dementsprechend Schreiblinien zu produzieren. Diese Linien kann ich nun markieren, kopieren und beliebig oft einfügen. Sollte mir der Abstand zwischen den Linien nicht gefallen, kann ich diesen vergrößern, indem ich den Zeilenabstand verändere. Diesen Vorgang kann ich nun beliebig oft wiederholen.